sprechender Mülleimer. Hallo, mein Name ist Luca und meine lieben Zuschauer, ich habe schon sehr häufig auf Domme reagiert. Wieso liegt denn die Wurst auf der Erde? Ja, ich liebe diese Frau. Auf jeden Fall wurde nun vor 3 Tagen ein neues Video hochgeladen mit dem Titel Get Ready With Me, Dommes Make-up-Routine. Das kann nur geil werden. In meiner letzten Reaction auf Domme habe ich euch außerdem gesagt, dass ihr mir mal in die Kommentare schreiben sollt, was ihr denkt, welcher Satz auf jeden Fall in dieser Folge vorkommen wird. Wir machen also heute so ein kleines Domme-Bingo. Mit diesen Kommentaren von euch. Wie siehst du denn aus? Was ist denn hier los? Sie frisst am Anfang des Videos. Was ist das denn? Mensch, Domme, dass du dich nicht schämst. Also das sind die 6 Kommentare, beziehungsweise 5 Kommentare und eine Aktion, und zwar, dass Domme direkt zu Beginn der Folge was essen wird. Wir schauen mal, ob diese 6 Dinge in dem heutigen Video vorkommen werden. Es geht, wie gesagt, darum, dass Domme sich, schminkt und ihre Make-up-Routine uns vorstellt. Also, es ist früh am Morgen, Domme liegt im Bett, die Klingel klingelt, also Domme steht auf, Alter, okay, das... Domme, nichts gegen dich persönlich, aber Sport würde dir vielleicht echt mal ganz gut tun. Sie macht die Tür auf und vor der Tür steht... Hanse Marianne! Na, ist gerade erst aufgestanden. Ja. Die Domme ist gerade erst aufgestanden. Es ist 10:30, Alter. Was man aber auf jeden Fall gerade schon mal sagen muss, ist, dass die Folge losgegangen ist. Die Folge geht schon 20 Sekunden und bisher hat Domme noch nichts gegessen. Also lieber Butilias El Haxi, dein Bingo-Satz hat schon mal verkackt. Das heißt, den Bingo-Satz streiche ich auf jeden Fall schon mal durch hier mit dem tollen silbernen Edding, mit dem ich in den letzten Tagen tausende von diesen Luca-Smiley-Stickern unterschreibe. Luca, warum unterschreibst du in letzter Zeit tausende von deinen Stickern? Wie schön, dass ihr fragt, meine lieben Zuschauer. Ich habe nächsten Donnerstag Geburtstag am 21. Februar und anlässlich meines Geburtstags launchen wir 1000 Luke-Crew. Hoodies mit einem Luke-Crew gekritzelten Print drauf. Jeder unter euch, der einen dieser 1000 limitierten Luke-Crew-Hoodies am 21. Februar, also jetzt am Donnerstag um 15 Uhr im Luca-Shop bekommen wird, der bekommt hundertprozentig auch einen signierten Sticker, ein signiertes Autogramm von mir. Luca-Shop.de. Also wenn ihr den Hoodie cool findet, dann schaut am Donnerstag gern mal um 15 Uhr im Luca-Shop vorbei. Wir machen jetzt weiter mit der Reaction. Ja, ich habe Leonie schon in den Kindergarten gebracht und da habe ich mich nochmal was hingelegt. Ich war so müde, ich habe die ganze Nacht vor Aufregung gar nicht schlafen können. Heute ist ein großer Tag. Ja, ne? Ich freue mich so. Ihr großer Tag? Also hier unten rechts steht schon Make-up, aber macht die Domme irgendwie heute ein Video oder so? Also ja, natürlich machen sie ein Video, ist ja alles aufgenommen. Aber wenn es ihr großer Tag ist, dann wird es wahrscheinlich nicht so sein, dass Domme einfach der Marianne ihr Make-up erklärt, sondern... Naja, wir warten mal ab. Sie freute sich so auf ihr Date und das kann ich auch so richtig nachvollziehen. Auf ihr Date! Ah, Marianne und Englisch, Alter. Da hat man so ein Kribbeln im Bauch und ist ja auch für sie total wichtig. Hat die Marianne eigentlich Herpes hier? Mein Beileid. Die Marianne stöbert ein wenig rum. Oh! Die... Ich dachte gerade, die Domme, ja, die hat ja Kondome, aber das, für Domme sind das ja Luftballons. Sie hat jetzt einfach Kondome aufgepustet, weil das mit den Luftballons nicht geklappt hat. Sie hatte schon seit Ewigkeiten keine Männer mehr. Da hat doch jetzt erst das Date. Das Date, Alter. Marianne, ernst ist nicht. Ach du Scheiße, Alter. Das ist ja... Okay, und in der Zwischenzeit durchsucht die Marianne da weiter die Wohnung oder was? Jetzt geht's hier ab. Ist das Schlagsahne oder? Oh mein Gott, ist das. Ach du Scheiße. Oh, das sieht also auch schon ganz schön geil aus. Alter! Ich dachte mal, ihre Haare wären so fettig, aber die packt sich da ja auch irgendeine Scheiße rein. Also das ist ja Wahnsinn, wie die ihre Haare macht. Ey, das sieht doch einfach nicht geil aus. Robert, was sagst du dazu? Ich bin ja eigentlich echt schon ziemlich hässlich, aber die Domme übertreibt ja wirklich komplett ihre Lage, Alter. Ja, da muss ich dir leider recht geben. Oh, Marianne fragte mich dann ständig irgendwelche Sachen. Die rief ständig irgendwas aus dem Wohnzimmer. Ich weiß gar nicht, was die gemacht hat, ob die da in meinen Klamotten rumgewühlt hat, aber ich hatte ja auch keine Zeit. Ich meine, ich musste mich ja fertig machen. Okay, ist das also auch Schminke hier? Sie nimmt die Schminke, okay, reibt sich einfach überall hin und da, Alter, Domme. Digga, du bist doch kein Clown. Ey. No shit.
das hier ist einfach sexy. Und dann kam sie aus dem Badezimmer raus. Oh mein Gott, jetzt geht's ab, Alter. Die Domme stolziert aus dem Badezimmer. Oh mein Gott, wie siehst du denn aus? Ah, wir haben den ersten Gewinner. Hanna B. Hat ja geschrieben, wie siehst du denn aus? Und das hat die Marianne ja gerade gesagt. Wie siehst du denn aus? Hanna! Wahnsinn! Du hast in der heutigen Folge das Bingo gewonnen. Der erste Satz, der drin vorkam, kam von der Hanna. Das heißt, du bist hier die Erste heute. Die anderen Sätze, die wir noch haben, ist, was ist das denn? Was ist denn hier los, Mensch Domme? Oder sag, dass du dich nicht schämst. Also, mal abwarten, ob es noch einen weiteren Gewinner geben wird. Jetzt habe ich mich selbst angemalt. Wieso, ich sehe da gut aus? Wo hast du das überhaupt her? Was habe ich mir gekauft? Ich fand das total sexy. Ganz kurz, wo hat sie denn ihren Gürtel hängen? Unmöglich, das ist mindestens 5 Nummern zu klein. Und was hast du mit deiner Haare gemacht? Hast du ein Vogelnest auf dem Kopf? Ey, das stimmt, wenn man sich die mal anschaut, ne? Sieht schon ein bisschen aus wie ein Vogelnest, was unten so ein bisschen blutet. Der Friseur hat sie dir vernünftig gemacht. Und du siehst aus wie eine Trümmertranse. Wie eine Trümmertranse? What the fuck? Wo nimmt denn die Marianne mal die Wörter her? So ein sprechender Mülleimer. Ey, kein Scheiß. Ich will mal ein Video sehen, wo Marianne nicht drin vorkommt und dann reagiert Marianne auf das Video von Domme. Ey, das wäre mein absoluter Traum. Du kaputt ist die Strumpfhose auch. Ja, das ist mir beim Anziehen passiert. Ja, hier kannst du sowieso nicht mit raus. Stell dir mal vor, du bückst dich mal einmal kurz. Kann man sofort deinen Arsch sehen. Ja, dann muss ich halt aufpassen. Findest du, ich warte wirklich darauf, dass dieses, dass du dich nicht schämst, kommt. Das wird gerade wirklich perfekt passen. Was man aber auch sagen muss, ist, dass die Domme wirklich immer einen passenden Konterspruch parat hat für Marianne. Da kritisiert die Marianne so, ey, du darfst ja da nicht bücken, da sieht man ja direkt deinen Arsch. Und dann sagt die Domme einfach, ja, dann passe ich halt auf. Ey, no shit, wie so ein kleines Kind, was immer die richtige Antwort parat hat. Das ist nicht sexy, red dir doch so einen Scheiß nicht ein. Boah. Der Gürtel, der müsste mindestens 1 Meter länger sein. Ja. Ey, die Marianne ist schon fies, ey. Die Domme tut mir manchmal wirklich leid. Die ist auch so rot, weil die ganze Zeit rumschreit. Bisschen kurz, Strumpfhose, bisschen kaputt und angemalt wie ein Pfingstochse. Ja, super. Angemalt wie ein Pfingstochse. Alter, ey, kann Marianne wirklich mal irgendeinen Preis bekommen? Hatte die das Rouge so doll aufgetragen, das war so kräftig. Ich hab erst gedacht, die ist rechts und links gegen die Badezimmerwände geklatscht und das wären Blutergüsse. Alter, eigentlich hätten wir noch so ein Bingo-Ding mit reinnehmen müssen von wegen unfassbar exotische Beleidigungen von Marianne. Zum ersten Treffen geht man so nicht. So geht man eigentlich nirgendwo nie hin. Boah. Die Domme hat sich doch ganz normal Mühe gegeben und ich finde, man sollte als Mensch so in Erscheinung treten, wie man in Erscheinung treten möchte. Deswegen Domme, ne? Genau. Die sah so fürchterlich aus. Ich habe mich so geschämt in dem Moment. Oh! Und haben wir nicht was mit Schämen hier drin? XX, it's Junks, XX. Was habt ihr für beschissene Namen, Alter? Bingo-Satz, dass du dich nicht schämst. Also es ist jetzt nicht ganz der Satz, der gesagt wurde, aber ich würde sagen, du bist auf jeden Fall schon mal der zweite Gewinner. Die schminkt sich jetzt ab mit so Abschminktüchern. No shit. Ganz kurz, er hat zwar eigentlich schon verloren, der gesagt hat, dass sie zu Beginn des Videos ist, aber dass sie sich wirklich beim Schminken eine Packung Chips reinhaut, Alter. Mein lieber Butilias El Haxi, du hast den dritten Ehrenplatz. Mach dich fertig, ja. Zieh dich an, mach dir die Haare und weißt du, was wir mit den Flips machen? Oh, nein! Und tschüss, Flips. Es geht doch nicht, dass man sich vor dem Date noch so voll frisst. Marianne, es heißt Date. Englisch Nachhilfe mit Luca. Jetzt schminkt die Marianne die Domme hier. Wir schauen uns mal gleich das Endergebnis an. Wir sind jetzt fertig. Wir könnten jetzt gehen, denn ich begleite dich wenigstens noch bis zum Café. Okay. Okay, die Marianne begleitet jetzt die Domme zum Café. Oh, was ist los? Ich bin nur so aufgeregt. Ich hab mich verschluckt.
Das ist ja echt abgrundtief beschissen, Alter. Da steckt die sich noch die Chips ein und hustet einfach, damit die Marianne das nicht mitkriegt. Das Knistern, als ich die Tüte rausgeholt habe, habe ich dann einfach mit ein bisschen Husten überspielt. Wir haben drei Gewinner heute. Hanna B.XXJunksY und Batilias A. Huxi. Daumen hoch an euch. An der Stelle würde ich damit auch die heutige Reaction beenden, denn Dommes Make-up-Routine ist damit ja auch beendet. Falls ihr andere Bingo-Sätze für die nächste Folge wisst oder denkt, hey, das wird auf jeden Fall drin vorkommen, schreibt mir gern eure Vermutung, euren Bingo-Satz unten in die Kommentare. Und schreibt mir gern außerdem eine weitere Folge unten in die Kommentare mit Domme, auf der ich das nächste Mal reagieren soll in einer Woche. Es gibt ja noch so krass viel zur Auswahl, wie beispielsweise Domme im Schwimmbad oder im Knast. Habe ich auch gesehen, dass Domme im Gefängnis war. Also schreibt mir da gerne eure Lieblingsfolge, auf die ich reagieren soll. Und in die Kommentare lasst einen Like bei diesem Video da, wenn es euch gefallen hat. Und 21. Februar, nächste Woche Donnerstag, kommt der neue Hoodie in den willkommen in shop.de.